Torschütze erfolgreich sein. Warten wir es mal ab. Er hat sich natürlich eine Menge vorgenommen. Hallo, liebe Fußballfans. Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Heute das Rückspiel im Viertelfinale der UEFA Champions League. Jetzt gilt es für diese beiden. Jetzt geht es um den Einzug ins Halbfinale. Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Das ist jetzt eine Chance. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Sehe ich auch so. Gute Chance und dann dieser schwache Ball. Daniel Pereira. Da haben wir Draxler. Neymar. Paredes. PSG in der Offensive. Draxler. Süle mit dem schönen Zweikampf. Robert Lewandowski ist ein Super. Nur noch der Torwart vor sich. Lewandowski. So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Stark gemacht, das könnte was werden. Tor für die Bayern. Oh, die Loops. Nicht mit einem schlechten. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Draxler. Daniel Pereira. Nun Neymar. So wie ich. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Das war heute schon sein drittes Tor, eine Spitzenleistung. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Mbappé. Paredes. Draxler. Da haben wir Draxler. Guter Pass jetzt. Neymar. Draxler. Und jetzt Müller. Er ist frei, da kann was draus werden. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Das Album ist für Lola, das Album ist für Becky, das Album ist für Tommy. Das ist für meine Family und auch für meine Homies. Bro, das ist das Leben. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Und jetzt, das könnte die Gelegenheit geben. Müller macht das Tor. Das ist eine seiner ganz großen Stärken. Hat die Übersicht und hat diese technische Brillanz. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Zuspiel landet, Emaus gibt Einwurf. Goretzka. Lewandowski. Die Bayern mit dem Ballverlust. Alle Infos zu unseren Fanclubs finden Sie natürlich auf der Internetseite. Jetzt die Maria. Daniel Pereira. Florenzi am Ball. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. So, Konterchance, vielleicht jetzt.
Coman. Das macht er gut. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Daniel Pereira. Draxler. Jetzt PSG auf dem Weg nach vorne. Draxler, klasse. Gute Chance, war aber sogar noch mehr drin. Ja, einfach volle Lotte draufgehalten, das war nicht die ideale Option. Paris Saint-Germain mit dem Ball gewinnt. PSG verliert den Ball. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Pass wird abgefangen von Goretzka. Jetzt ist der Platz da. Das ist schon okay. Brillant gemacht. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Sieht gut aus. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Goretzka fängt den Pass ab. Gute Chance für eine Flanke. Das ist natürlich kein Problem für Navas. Gutes, frühes Stören. Der FC Bayern wieder am Ball. Schön abgeblockt. Ballverlust PSG. Paredes. Mbappé. Das zweite Zuspiel auf Di Maria. Daniel Pereira. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Und jetzt Freistoß gegen Paris Saint-Germain. Er gibt gelb und ich sag's ja nicht oft, aber das ist mir zu gnädig. Er will ja scheinbar nicht zu viel Einfluss aufs Spiel nehmen, aber es war nun mal eine Notbremse. Hallo. Direkt. Er versucht einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Draxler. Halbzeit in diesem Rückspiel im. Nur noch in der Addition liegt PSG klar hinten hier zu Beginn der zweiten 45 Minuten im UEFA Champions League Rückspiel. Der Ballverlust, Lewandowski war das. Draxler. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Coman. Die Bayern über die Seite jetzt. Neymar. Jetzt könnte, da ist er alleine durch. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Ballverlust hier durch Kimmich. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Ziemlich unkontrollierter Einsatz hier. Di Maria. Und er geht an ihm vorbei. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Ballverlust Goretzka.
Die Gäste werden wechseln. Vielleicht wird es hier gefährlich. PSG am Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Das macht er gut. Herrlich bringen sie da den Ball blitzschnell nach vorne und dann dieses wunderbare Tor. Alles, aber auch alles richtig gemacht. Da hat alles gepasst und sie dürfen zu Recht jubeln. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Das macht er gut. Di Maria mit dem Ball. Mbappé. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Coman. Da kommt die Hereingabe. Was für eine Chance, aber er hat ihn. Und jetzt ärgern sie sich natürlich, das war kein guter Abschluss. Das gibt Einwurf. Und jetzt wollen sie wechseln. Goretzka. Da ist Coman. Lewandowski, Ballverlust. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Im Angriff jetzt Robert Lewandowski. Und da klingelt's im Kasten. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. PSG verliert den Ball. So, der Ohrenschell verflitzen. Lewandowski jetzt am Ball. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Gefährlich, immer noch. Da macht er ihn rein. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Souverän gemacht vom Torwart. Da haben die Bayern Platz. Stark gemacht, das könnte was werden. Beide gefährlich. Way. Da wäre jetzt Platz. Jetzt könnte er flanken. Ballverlust Bayern München. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Jetzt nochmal die Bayern. Da ist er alleine durch. Gehalten von Navas, noch gefährlich. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Neymar, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Idrissa Gueye. Ballverlust PSG. Goretzka mit dem Ballverlust hier. Kylian Mbappé Lothar. Er holt sich vorne den Ball. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Sané. Das ist Lewandowski. Thomas Müller. Müller. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Noch ist die Chance da.
Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Paredes. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. PSG verliert den Ball. Jetzt geht vielleicht was über Müller. Müller. Das macht er gut. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Sehe ich auch so. Gute Chance und dann dieser schwache Ball. Und in diesem Augenblick steht es fest, die Gast.